Jedes Jahr im August findet das Kartoffelfest statt. Diese Frauen schälen gerade die Kartoffel, um typische Kartoffelgläser zu machen. Man kann im Restaurant oder in der Pizzeria essen, wo viele Junge als Kellner arbeiten. Viele Jugendliche kommen auf das Fest, weil man tanzen kann und jedes Jahr bekannte italienische Komiker vorspielen. Ein anderes Fest für Jugendliche heißt Wave of Sound. Es ist ein Discofest im Freien. Die Jugendlichen können die ganze Nacht tanzen. Aber wer noch nicht 16 Jahre alt ist, darf nicht daran teilnehmen. Dieses Jahr ist ein bekannter Rapper gekommen und ein Fotograf hat viele Fotos gemacht. Im Juni findet das Stadtfest von Domodossola im Zentrum statt. Da sind viele Stände für Kleidung, Süßigkeiten, Töpfe und alles für die Küche kaufen kann. Viele Leute kommen auf das Fest auch, weil berühmte Sänger der Gruppen ein Konzert geben. Für die Kinder sind da auch lustige Spiele. Im Oktober findet das Kastanienfest in vielen Dörfern und auch in Domodossola statt. Die Kastanien oder Maroni werden gebraten und dazu trinkt man normalerweise den Glühwein. Die erste Septemberwoche findet das Traubenfest statt. Am Sonntag in der Nacht kann man ein wunderbares Feuerwerk bewirten. Man kann viele Sorten Wein trinken und kulinarische Spezialitäten und im Lunapark Spaß haben. Am Sonntag ist eine schöne Parade. Dieses Fest ist im Freien. Auf diesem Fest kann man tanzen, spielen und singen. Es dauert 3 Tage lang und wenn man es möchte, kann man haushalten. Es gibt auch eine Disco, immer im Freien. Und man kann rund um ein Feuer mit Freunden Bier trinken.